Wir gehen da noch mal rein. Und die. Das Geheimnis von Casino Delfino. Okay. Wo das Casino ist, wissen wir ja jetzt schon. Das haben wir schon gefunden. Nun, Mario, schau mal beim Casino vorbei. Ich sage meinen Jungs, dass du kommst. Auf, geh schon. Okay. Das Casino war nämlich hier. Na, Mario, hier entlang bitte. Okay. Oh, Casino, nice. Jetzt wird gezockt. Jetzt wird gezockt. Komm mal rein und amüsier dich. Hab Spaß. Okay. Was regt er sich auf? Hat alles verloren. Das Spiel ist defekt. Wo ist der Geschäftsführer? Ich will mein Geld zurück. Nur weil du verloren hast, heißt das nicht, dass das defekt ist, ne? So, hier. Das Erste, was wir spielen, ist mal hier. Ah. Wir brauchen wahrscheinlich alles drei Geister? Nee, alles drei Siebener? Sieben. Würde er gewinnen, wäre es defekt. Nein, nein, nein. Quatsch. Das ist schon richtig, dass man gewinnt im Casino, ne? Meistens zumindest. Jö, drei Siebener. Hauptpreis, Hauptpreis, Hauptpreis. Hallo? Wo ist unser Hallo, wo ist unser Preis? Verarsche. Hm? Das ist Verarsche. Brauchen wir nicht alles Siebener? Brauchen wir alles Geister? Ich sehe wassergetriebene Rollen zum ersten Mal. Ja, aber... Geht dieses Ding dir kaputt und spuckt es dann Münzen aus? Jetzt. Aber da war doch gerade so eine Gewinnermusik. Nee, jetzt geht es auch gar nicht mehr. Hä, die Siebener sind eigentlich richtig. Ja, merkwürdig. Wollen wir das Feuer mal löschen? Oh, das gibt uns auf jeden Fall eine Münze. Okay. Wow, ich habe keine Münzen mehr. Ist nicht mein Problem. Oh, die Jumbo-Rollen. Eine dreifache 7 scheint das Bestmögliche zu sein. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine dreifache 7 hat, auf beiden Rollen hatte. Hä? Dann guck doch mal. What? Hä? Achso, da. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Jetzt müssen wir hier auch nochmal drei 7er auf beiden Rollen. Ja. Okay, huh. Okay, auch gut. Aber... Wir wollen drei Siebener. Okay, hier können wir... Hä? Wir können hier gar nicht die Rollen einzeln betreiben, sondern... Ja, da gehen immer automatisch alle drei. Und es kommen immer nur Münzen? Maul! Hm? Aha. Aha. Geht doch. Yeah. Dann schauen wir doch mal was hier. Und was sagst du dazu, hä? Oh, die Jumbo-Rollen. Hm, eine dreifache 7 scheint das... Achso, der sagt immer noch das Gleiche. Hab noch nie jemanden gesehen. Dann guck so... Hm, egal. Okay, was sollen wir denn jetzt hier tun? Aha. Aha. Okay. Gott, okay. Mhm. Es ist klar. Hm.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir nämlich... Oh Gott. Ah, ich wollte eigentlich nur die Mitte... Was? Hallo? Ist klar! Du solltest da... Oh, oh, jetzt haben wir Glück. Lol, es kommt aber trotzdem nur das Fragezeichen. Lol, willst du mich verarschen? Das geht, kann nicht sein. Aha, jetzt haben wir's. So. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu aus Versehen zu weit nach oben kommen, ne? Mit dem... Spritze! Das meine ich. Ach, halt's Maul. So, das sieht doch jetzt schon mal gut aus, ne? Jetzt müssen wir nur aufpassen. Aufpassen. Dass wir nicht Felder aus Versehen drehen, die wir nicht drehen wollen. Aber das ist halt... Okay. Oh, das sieht gut aus. So, langsam aber sicher. Schön vorsichtig sein. Jetzt so lange hier drehen bis... Genau. Und jetzt nur noch die drei hier links. Ja! Und als Belohnung bekommen wir ein Dreck-Weg-Weg-Level und nicht mal eine Insignie oder was. Willst du mich verarschen? Als ob. Niemals. Never. Und wenn wir da Game Over gehen, weil das zu schwer ist oder ich so dumm bin, müssen wir das alles nochmal neu machen? Ja, alles klar. Mhm. Nö. Einfach nur nö. Junge, seid ihr dumm? Oh. Sind die einfach nur bekloppt? Oh shit, ey. Ich glaube, die sind einfach nur doof. Oh, ich bin doch gesprungen. Mann, Mario, mach doch nicht so einen Scheiß. Boah, Mario ist einfach nur dumm. Mario ist und bleibt einfach nur dumm. Ich kann einfach nichts für. Ist halt so. Aber die Frage ist halt, schaffen wir den Sprung? Ist der Sprung überhaupt notwendig? Eigentlich nicht. Das reicht auch, wenn wir nämlich hier lang gehen. Genau, das ist doch viel einfacher eigentlich. Und jetzt müssen wir nur aufpassen. Genau. Und jetzt springen wir von hier gleich einfach da schräg... Achso, müssen wir gar nicht mal. So. Aber oh Gott, die rollenden Würfel. Ich werde nicht mehr. Oh, fuck. Ja, ja. Oh, warum... Scheiße. Warum geht ihr denn nochmal diese Schritte wieder nach links? Ich verstehe manchmal nicht, wie er sich bewegt. Ich habe nichts gedrückt und er läuft nochmal zwei Schritte nach links. Warum? Oh, nee. Nee, nee. Also wenn wir hier Game Over gehen und wir alles nochmal, die Siebener machen müssen, die Sonne machen müssen, wenn wir das alles nochmal machen müssen, um hier reinzukommen, machen wir erstmal andere Insignien. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ja super dumm. Ah, das ist ein Leben. Oh. Das ist ein Leben. So kann man nicht Game Over gehen. Oh, okay, das ist natürlich gut zu wissen. Okay, das ist natürlich jetzt dann besser, ne? Da, das meine ich. Warum? Mario, warum? Einfach nur warum? So. Ich schwöre, ich bin gesprungen. Ich verstehe das nicht. Eieieiei. Aber es könnte dann, glaube ich, gar nicht so schwer werden. Ich glaube, es könnte dann gar nicht so schwer werden. Wenn wir das Leben immer mitnehmen, auf der rechten Seite. Ich glaube, dann wird das schon. Und wenn Mario, aber gut. Mario muss natürlich dafür auch auf mich hören. Was er halt oft nicht macht. Was äußerst schade ist. Aber kann ich ja halt auch nichts für dann, ne? Und der rechte Weg ist auch viel einfacher. Oh Gott im Himmel, ey. So, jetzt bitte, Mario, springe, wenn ich springe. So, geht doch.
Geht doch. Oh. Boah, die dreht sich ganz schön schnell, die Rolle. Ah, scheiß auf das Leben. Ein Leben reicht uns. Mehr brauchen wir nicht. So, oh Gott im Himmel. Ja. Wuhuhui. Okay. Nein, wo springt... Nein. Ja, das ist halt jetzt wieder an den Würfeln. Man muss halt wissen, wo man langlaufen muss, ne? Man muss halt wissen, in welche Richtung sich der Würfel dreht. Ansonsten hast du halt keine Chance. Man muss auswendig lernen, wohin sich der Würfel dreht. Wo man hinlaufen muss. Ansonsten ist RIP. Mei, oh mei, ey. So. Aber wenigstens haben die dann hier dran gedacht, mal wieder ein Leben reinzuhauen. So, oh Gott. So dass man nicht Game Over gehen kann, wenn man das Leben mitnehmen würde. Oh, hahaha. Oh Gott. So. Festhalten. Festhalten. Und festhalten, genau. Ja, rüber. Rüber. Okay, jetzt kommt's wieder. Oh. So. Jetzt hat es nämlich geklappt, indem wir nach hier gegangen sind, ne? Ja, und jetzt müssen wir nämlich wieder zurückgehen. Ja. Ja, genau so. Optimal. Okay. Wenn man das einmal weiß, wo man dann hinlaufen muss beim Würfel, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer. Aber das hätte mich halt echt aufgeregt, wenn wir hier Game Over gehen würden und man müsste alles nochmal neu machen, um in dieses Level zu kommen, ne? Oh. Das wäre schon echt hart und dumm gewesen. Aber da haben sie wenigstens mal mitgedacht. Dann lass uns da nochmal rein. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. König Buhu Keller. Jetzt geht es also in den Keller von dem Hotel. So. Dann kommt Kampf gegen Buhu. Also König Buhu. Mario, zum Casino hier. Hä? Ich muss gestehen, das Casino ist heute leider geschlossen. Ich wollte schon sagen. Es kommen schaurige Geräusche aus dem Keller. Pronto, sieh nach. Bitte hilf uns. Dankeschön. Aber wir wissen nur gar nicht, wo der Keller ist. Den Keller hatten wir noch gar nicht gefunden. Wo ist denn der Keller? Wahrscheinlich geht es im Keller irgendwie irgendwo runter, ne? Oh, wir sind so beschäftigt. Ja, sehe ich. Keller? Such eine Toilette, bitte geh nur. Es ist nicht so, als wäre hier eine Schlange. Hä? Was? Wie, als wäre hier eine Schlange? Ja, dann lass uns mal den Keller suchen, ne? Aber der kann ja eigentlich... Der sollte ja eigentlich nicht so versteckt sein, oder? Hallo, weißt du, wo der Keller ist? Ich müsste mal in den Keller. Dank Mario ist der gute Ruf des Hotels wiederhergestellt. Ja, das freut mich, aber... Wo ist euer Keller? Ist euer Keller auf dem Dachboden oder so zufällig? Weiß ja nicht, vielleicht. Könnte ja sein. Wo ist euer Keller? Bin mal eben ganz kurz Bibi machen.
Alter, anstatt Mario weitersucht, nö. Legt ihr sich schlafen. Hallo, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, ich komme vom Klo wieder und Mario weiß, wo der Keller ist, aber... Okay, dann lass uns mal hochgehen. Vielleicht ist der ja echt irgendwie irgendwo anders, der Keller. Oder vielleicht kommen wir auch hier übers Casino zum Keller. Nur das Casino ist halt geschlossen. Aha, okay. Deswegen auch am Anfang der Hinweis mit dem Casino. Ich verstehe. Der blaue Münze! Hier damit. Ah, Fake! Nein! Haben wir schon... Aua! Ich hab mich schon wieder gefreut über so eine free blaue Münze und dann war es sogar keine. Unfair. Ach, man erkennt die Fake-Münzen daran, dass die sich nicht drehen. Das habe ich ja jetzt erst verstanden. Aha, aha, aha. Ja, das ist auch eine blaue Münze und die dreht sich nicht. Das heißt, die ist fake. Also gehen wir da erst gar nicht hin. Dies erscheint mir nicht richtig. Etwas stimmt nicht. Okay. Ah, aber da bekommen wir eine richtige blaue Münze. Moment. Juhu. Ja, damit. Elf blaue Münzen. Das ist nice. Hey, diese Farbe auf dem Roulette-Tisch, das ist nicht normal. Die Farbe auf dem Roulette-Tisch, die lilane. Ja, das stimmt. Oho. Das stimmt. Lila gibt es auf dem Roulette-Tisch nicht. Oh oh. Bosskampf. Ich kann die Kamera nicht mehr bewegen. Okay. Ist das gut oder ist das schlecht? Tun uns die Seifen, die Luftblasen weh? Hm? Achso, dadurch bekommen wir Wasser wieder. Aua, ah, aber weh tun sie uns auch, ja. Aber dadurch bekommen wir auch Wasser wieder, das ist gut. Aber wie machen wir ihm Schaden? Dreimal Ananas. Die dreimal Ananas kann nur gut sein. Ja, und die müssen wir jetzt hier werfen, oder was? Uah, ja, genau so. Das ist ja cool. Wirkungslos, er lacht sich aus. Ah, dann müssen wir die Peperoni. Mag er vielleicht keine Peperoni? Na, ah, nimm. Was? Nein, auch nicht. Hä? Och, Mario, nimm das in der... Hallo. Oh. War auch nicht gut, oder? Hä? Der beschlägt dich ja nur. Ach so, wir müssen es mit der Ananas machen, weil... Ah, weil die Ananas auf den Rollen war, oder was? Ist das so? Deswegen muss es mit der Ananas passieren? Oder was? Dreimal Fragezeichen. Was heißt denn das jetzt? Oh shit. Das ist nicht gut. Oh shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Sterb. Nee, stirb. Stirb. Nein. So, okay. So ganz habe ich noch nicht verstanden, wie wir ihm Schaden machen können. Jetzt kommen wieder dreimal Ananas. Also heißt das jetzt, wir müssen die Ananas nehmen? Da ist eine Ananas.
Du solltest etwas gegen den Geist unternehmen. Hä? Es war doch die Pepperoni. Nur wir haben ihn nicht getroffen. Und jetzt helfen wir ihm doch. Haben wir ihm jetzt Schaden gemacht oder haben wir ihm geholfen, weil wir ihn wieder... Ich verstehe nicht, was wir tun sollen. Ja, dreimal Fragezeichen ist scheiße. Jetzt kommen wieder Gegner. Ist doch kacke. Ey! Ich hatte gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Unfair. Nein, wir brauchen die Münzen. So. Wir bekommen... Oh, als ob der in dem Moment wieder Feuer fängt. Willst du mich verarschen? So, als ob uns das Schaden gemacht hat. Wir sind auf ihm draufgesprungen. Ist das behindert? Okay, ich verstehe aber immer noch nicht, wie wir ihm Schaden machen. Was ist das? Was ist das? Ja, moin. Oh. Wir brauchen Münzen. Warum bekommen wir denn keine Münzen mehr? Das ist nicht gut. Ah, nice. Okay, her mit den Münzen. Die brauchen wir ganz, ganz dringend. Oh, wieder volles Leben. Okay, nice. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie wir ihm Schaden machen. Aber ich glaube, das war schon ganz richtig so. Doch, das war eigentlich schon ganz richtig so. Weil das ist jetzt eine andere Phase hier, ne? Aber wir brauchen auch irgendwann mal wieder Wasser zum Aufladen, ne? Oh, schon wieder Fragezeichen? Warum? Oh, fuck you. Also wirklich. Oh nein. Oder müssen wir das jetzt hier mitmachen? Ich verstehe es nicht so ganz. Was sollen wir denn tun? Wir müssen unser Wasser mal irgendwann wieder aufladen, sonst sieht das schlecht aus. Oder es gibt noch irgendeine Mechanik, die ich nicht verstehe und nicht mache, weil es geht halt nicht weiter. Jetzt kommt mal wieder die Ananas. Das ist gut. Also, ja, aber wir brauchen halt jetzt auch mal wieder endlich Wasser. Wir haben gleich kein Wasser mehr. Und das ist äußerst schlecht. So, also, wir müssen genau treffen. So. Hä? Achso, müssen wir... Ha, wir müssen ihn... Hä? Müssen wir ihn dann nochmal mit Wasser bespritzen? Nachdem er Feuer gefangen hat? Was ist denn das? Ich verstehe den Boss irgendwie nicht. Hä?
Irgendwie ist der Boss komisch. Aua, nicht gut. Oh, ich mache mir gerade weniger um unser Leben Sorgen als mehr um unser Wasser. Aber guck mal, er ist schon sehr am Schwitzen, ne? Oh, das heißt, er hat schon echt Damage bekommen. Aber wir brauchen jetzt... Oh Gott. Nein, 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 das ist nicht gut. Hallo. Nein, warum? Hm. So bringt das auch nichts. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hab Angst um unser Wasser. Komm schon, lass die Ananas jetzt kommen. Nein, aber Münzen ist auch okay. Münzen sind auch okay, aber wie bekommen wir denn Wasser zurück? Übersehe ich was, wo wir eigentlich Wasser bekommen könnten? Das ist echt nicht gut. Oh, Ananas. Jetzt können wir ihm hoffentlich das letzte Mal Schaden geben. Ja, sollen wir den jetzt bespritzen oder nicht? Ich weiß es halt nicht. Hey, nee, wir machen doch irgendwas verkehrt, oder? Ah, ich habe absolut keine Ahnung, was wir machen sollen. Was ist denn das? Ja, jetzt ist unser Wasser gleich leer. Jetzt kommen wieder Gegner. Und dann ist unser... Oh Gott, wie er genau auf uns springt, ey. Hallo. Oh, Münze her damit. Münze her damit. Unser Wasser. Wenn einer von euch weiß, was ich hier falsch mache, dann könnt ihr mir das ruhig mal eben gerne schreiben. Ansonsten muss ich gleich leider nochmal nachschauen. Ich weiß nicht genau, wie ich ihm Schaden mache. Wir sollen ihn auf jeden Fall mit Pepperoni bewerfen. Und dann? Okay, das war nicht getroffen. Aber ich werde ihn jetzt nicht mit Wasser bespritzen. Weil wir kaum noch Wasser haben und wir brauchen das für die Gegner. Aber der macht das doch nicht umsonst so lange. Nochmal Ananas. Nee, hä? Drei unterschiedliche. Was heißt das jetzt? Jetzt kommt Wasser oder was? Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Okay. Wir haben jetzt wieder genug Wasser. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich ihm Schaden mache. Jetzt kommt wieder dreimal Ananas. Wie ihm... Nachdem er Feuer fängt, nochmal nass spritzen oder was? Hey, ich verstehe das nicht. Scheiße, nicht getroffen. Wir können eigentlich mal wieder selbstgemachte Hamburger machen. Ja, können wir auch mal wieder machen. Ach ja, wir müssen ihn dann nass spritzen. Hä? Oder? Oh Gott, was ist denn das? Ich weiß...
What? Du musst erst die Chilischote werfen, danach mit irgendeiner anderen Frucht. Ah, okay. Und willkommen im Stream, Giacomo. Hi, hi. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Also erst mit der Chili und dann noch mit einer anderen? Hey, also haben wir ihm bis jetzt noch nicht ein einziges Mal Schaden gemacht, oder was? Oder sind wir schon irgendwie, haben wir schon ein bisschen Fortschritt in diesem Bosskampf? Haben wir schon ein bisschen Fortschritt? Oder sind wir noch ganz am Anfang? So, jetzt kommt wieder Früchte, ne? So, dann erst die Chili und dann mit irgendeiner anderen Frucht. Machen wir. So, erst die Chili und dann erst nass machen oder mit einer anderen Frucht? Müssen wir ihn löschen? Hä, das hat doch jetzt aber auch nichts gebracht. Oder jetzt während er Feuer spuckt. Ah, das hat ihm Schaden gemacht. Ah. Dir geht's ganz gut, das freut mich. Ja, bei mir ist auch alles gut. Bei mir ist auch alles gut. Das hat ihm Schaden gemacht. Aha. Und jetzt kommen die scheiß Fragezeichen wieder. Okay, okay, okay. Oh, shit. Ich habe noch nie... Oh Gott, wo steht... Hallo? Oh nein, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Hallo? Ich will hier... Nein, 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 nein. Hört auf damit. Hört auf damit. So, okay. Okay, dann habe ich fast... Dann habe ich wirklich so ein bisschen die... Dann habe ich echt so ein bisschen die Befürchtung, dass wir ihnen noch nicht ein einziges Mal Schaden gemacht haben, ne? Wir sind doch ganz am Anfang des Kampfes. So in etwa. Also einmal haben wir ihm jetzt Schaden gemacht, ne? Aber ich glaube, das war auch das erste und einzige Mal. Achso, komm her. Roll, roll, roll. Gib uns dreimal Ananas. Aber Münzen sind auch okay. Ich habe Angst, in der Mitte runterzufallen, aber ich will die Münze. Egal. Passt schon. So. Hol deine Rollen raus. Oder haben wir noch irgendwo einen Gegner? Achso. Machen wir ihm damit auch Schaden? Vielleicht. Man weiß es nicht. So wie man irgendwie nichts weiß in diesem Bosskampf. Gib uns Ananas. Ah, Ananas, perfekt. Dann bewerfen wir ihm jetzt nochmal mit einer Chili und wir müssen halt einfach darauf achten, dass wir auch treffen. Also man muss. Man muss ihn wirklich genau. Hallo? 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 Mario? Hallo? Sag mal! Hallo? So. Uff! Gut getroffen. Genauso meinte ich das. So, jetzt nehmen wir hier die Stachelfrucht. Nein, nein! Als ob ich zu lange gebraucht habe. Ja, und jetzt? Haben wir ihm wieder keinen Schaden gemacht, oder was? Boah, was ist denn das für ein scheiß Bosskampf, Mann? Boah, der ist ätzend, ey. Alter Schwede. Yo, yo, yo. Können wir ihm hiermit Schaden machen, wenigstens? Damit machen wir ihm halt auch keinen Schaden. Das ist halt alles... Nö, nö, nö. Okay. Boah, jetzt aber. Jetzt sollten wir mal darauf achten, dass wir das gleiche machen wie vorhin. Ich habe mir nur natürlich jetzt nicht gemerkt, was wir vorhin als zweite Frucht benutzt haben. So, jetzt nehmen wir die Stachelfrucht. Och Mario, warum? Okay, dann nehmen wir irgendeine andere Frucht, scheißegal. Und bumm, okay, geht auch. Die gelbe Frucht geht auch. Ah! War auf jeden Fall jetzt das zweite Mal. Aber auf jeden Fall ist das zweite Mal, das heißt einmal noch und dann haben wir ihn wahrscheinlich tot. Schön wär's auf jeden Fall. Junge, Junge, Junge. Oh Gott. Ja, moin.
Können wir irgendwas mit den Bomben anfangen? Oh oh. Oh oh. Alter, ich bespritze dich doch mit Wasser. Willst du mich verarschen? Nein, nein, nein. Was passiert hier? Okay. Jetzt kommen die drei Ananasse. Ja. Und jetzt geben wir ihm das letzte Mal und dann ist hoffentlich dieser Kampf hier vorbei. Alter. Also das finde ich irgendwie, den Kampf finde ich irgendwie, den Kampf finde ich irgendwie furchtbar. Nimm doch die Frucht! Boah, Mario! Warum? Alter, ist der... Warum hat der die Frucht nicht genommen? Ich schreie gleich am Rad hier. Alter, ist das schlimm. Und jetzt gehen wir gleich hundertprozentig noch drauf. Ich sag's euch, wir gehen hundertprozentig noch drauf. Zu hundertprozentig... Was sind das für Viecher? Warum haben wir jetzt schon wieder Schaden bekommen? Ananas. So, jetzt bitte nimm diese scheiß Frucht in die Hand, wenn ich das drücke, Mario. Alter. Alter, ich weiß nicht, wie dumm er ist. Wie dumm er ist. Jetzt nimm diese dumme Frucht und triff. Boah, meine Fresse, ey. War das ein dreckiger Bosskampf. Halt der Schwede, ey. Uff. Aber jetzt haben wir immerhin, hat ja auch nur eine halbe Stunde gedauert oder so gefühlt. Junge, 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 Junge.